Strom aus der Luft, schlechte Zeiten für Internet-Hater und Microsoft verkackt mal wieder Windows-Updates. Das und mehr jetzt in TechUp Weekly. Bevor wir zum ersten Thema kommen, hier ein kurzer Werbehinweis, denn ihr wisst, wir brauchen auch was zum Essen. Hallo, GVG Mall ist ein globaler Marktplatz für alle möglichen Arten von Keys und Lizenzschlüsseln. Ich zeige euch nun, wie man den exklusiven Gutscheincode für die 4 beliebtesten, bestverkauftesten Softwareprodukte auf GVG Mall einlöst, um den besten, niedrigsten Preis zu ergattern. Als Beispiel hier ein Windows 10 Pro Key, der schon stark reduziert ist, den wir aber noch ein bisschen günstiger bekommen können. Einfach in den Warenkorb legen und den Gutscheincode GVG2020 im leeren Feld eingeben. Dadurch wird es nochmal 20% günstiger. Danach einfach die Zahlungsart wählen, bezahlen und fertig. Um Windows nun zu aktivieren, geht ihr in die Systemeinstellungen und gebt euren Key ein. In Sekundenschnelle ist Windows aktiviert. Wenn jemand unsere Chats über WhatsApp, Facebook, Messenger oder sonst was mitliest, ist das schon wirklich ungeil. Und jetzt soll sogar der Geheimdienst ganz legal diese Chats mitlesen dürfen. Ja, was ist denn da los? Ja, tatsächlich arbeitet das Bundesinnenministerium derzeit an einem entsprechenden Gesetzesentwurf, der es dem Bundesverfassungsschutz erlauben soll, Chatnachrichten mitlesen zu können. Aber natürlich, und das ist ganz wichtig, darf der Inlandsgeheimdienst nicht einfach jeden Chat lesen. Er braucht selbstverständlich einen begründeten Verdacht, um verschlüsselte Inhalte eben mitlesen zu dürfen. Der Geheimdienst darf dann bei besonders schweren Bedrohungen die Telekommunikation überwachen und einen Trojaner auf dem Smartphone eines Verdächtigen installieren, um so dann die Nachrichten via WhatsApp, Telegram und mitverfolgen zu können. Und zwar bevor sie von den Messengern verschlüsselt werden können. In dem Gesetzesentwurf wird dem Verfassungsschutz auch das Recht für eine sogenannte Online-Durchsuchung eingeräumt, um alle Inhalte auf einem Smartphone, Tablet oder gar PC zu durchsuchen. Bislang darf das nur die Polizei und das erst nach richterlicher Erlaubnis. Damit reagiert Bundesinnenminister Horst Seehofer auf die aktuellen Herausforderungen, die vom internationalen Terrorismus und Rechtsterrorismus ausgehen. Übrigens hat die Bundesregierung jetzt ein Gesetz vorgelegt, das auch mit der Überwachung und dem Internet zu tun hat. Damit soll die Hasskriminalität im Internet stärker bekämpft werden. Künftig müssen Facebook, Twitter und Co. alle strafbaren Inhalte der Nutzer an das Bundeskriminalamt melden, und zwar inklusive aller Nutzerdaten. Und zwar, sobald sie auf solche Inhalte von anderen Nutzern aufmerksam gemacht werden. Bisher waren sie nur dazu verpflichtet, diese Inhalte gegebenenfalls zu sperren oder zu löschen. Ja, ich glaube, da wird demnächst sehr viel Arbeit auf die Behörden zukommen. Ja. Spannende News aus dem Bereich Wissenschaft. Forscher haben nämlich eine Methode entwickelt, mit der sich aus der Luft frischer Strom generieren lässt. Genauer gesagt aus der Luftfeuchtigkeit. Zum Einsatz kommen stromleitende Protein-Nanodrähte, die die Mikrobe Geobacter erzeugt und die mit Elektroden verbunden sind. Das alles steckt in einem Stromgenerator, der auf den Namen AirGen getauft wurde. Geobacter gehört zu der Gattung prokaryotischer Mikroorganismen und das Bakterium ist in der Lage, aus der Luft über elektrische Prozesse Energie zu gewinnen. Und diese Eigenschaften nutzen die Forscher quasi komplett aus. AirGen soll zunächst beispielsweise in Gadgets wie Fitness-Tracker zum Einsatz kommen und diese mit Energie versorgen. Auch der Einsatz in Smartphones soll möglich sein. Ach, wie schön wäre es, nie wieder das Smartphone aufzuladen zu müssen. Als nächstes dann bitte ein Beamer und Replikator. Ich gucke, glaube ich, zu viel Star Trek PK, oder? Aber egal, wünsche ich mir trotzdem. Ja, in der Tat. Nvidia hat eine auf 200 Stück limitierte RTX 2080 Ti im Look von Cyberpunk 2077 vorgestellt. Und wisst ihr was? Das gute Stück könnt ihr gar nicht kaufen, denn die gibt es nur im Rahmen eines Gewinnspiels zu ergattern. Als Grundlage der optisch äußerst schicken Grafikkarte dient die Founders Edition der RTX 2080 Ti mit TU102 Grafikchip mit über 4352 Rechenwerken und 11 GB GDDR6 RAM. Wie ihr das gute Stück gewinnen könnt, erfahrt ihr in dem Artikel, den wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Ich persönlich kann es ja kaum erwarten, bis endlich Cyberpunk 2077 am 17. September, glaube ich, erscheint. Hoffentlich wird es ja nicht nochmal verschoben. Dennis hat mal wieder einen spannenden Tariftipp für euch. Verrat uns doch mal, warum findest du den so cool?
Naja, genau genommen sind es sogar zwei Tarife, und zwar bei handyvertrag.de und WinSIM. Und dort erhaltet ihr nämlich noch bis zum 26. Februar einen 10 GB Mobiltarif mit LTE für 9,99 Euro im Monat. Und der ist auch noch monatlich kündbar. Deswegen ist er ziemlich cool. Mit dem könnt ihr mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde im O2-Netz surfen und unbegrenzt kostenlos telefonieren und auch SMS verschicken. Normalerweise kosten diese Tarife mit ähnlichen Konditionen mindestens 15 Euro im Monat. Weitere Infos zu den Tarifangeboten findet ihr wie immer in dem Artikel, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Ach, wer träumt nicht davon, im Schlaf Geld zu verdienen? Einem Streamer ist genau das jetzt tatsächlich gelungen. Er feiert nämlich gerade Erfolg mit Livestreams, in denen er nichts anderes tut, als zu schlafen. Und das mit großem Erfolg, denn in Spitzenzeiten hatte er schon über 18,5 Millionen Zuschauer, die ihm beim Schlafen zugeschaut haben. Und dabei hat er auch schon über 3.500 Euro an Spenden gekriegt. Jetzt Wahnsinn. Fragt ihr euch natürlich, 18,5 Millionen Zuschauer und ich habe noch nichts von dem gehört. Naja, der Mann ist in China mit seinen Streams erfolgreich. Witzig ist auch die Vorgeschichte. Sein Plan war es nämlich, seinen Schlaf im Web live zu streamen, um dann nach dem Aufwachen über die Chatbotschaften herauszufinden, ob er schnarcht. Noch witziger ist, dass er schon länger als Streamer aktiv ist und sich immer den Kopf darüber zerbrochen hat, wie er mehr Zuschauer gewinnen kann. Kaum macht er mal nichts und schläft vor der Kamera, kommen die Leute. Sollten wir auch mal versuchen bei Decker Weekly. Das ist doch die Idee, Takis. Alarm, die Watchtime geht runter. Oh Gott, wir sind ja schon wieder wach. Amazon-Gründer Jeff Bezos spendet 10 Milliarden US-Dollar seines Vermögens für den Kampf gegen den Klimawandel. Mit dem Geld wird eine Stiftung gegründet, die Wissenschaftler, Aktivisten und NGOs unterstützen soll. Wir können die Erde retten, so Bezos in dieser Woche. Das Vermögen von Bezos wird auf etwa 130 Milliarden US-Dollar geschätzt. Ihm bleibt also auch nach der großzügigen Spende etwas übrig, um über die Runden zu kommen. Und es gibt aber auch Kritik, denn Amazon ist nicht gerade umweltfreundlich aktiv. Daher gibt es auch viele Mitarbeiter bei Amazon, die einen Wechsel in der Strategie des Unternehmens fordern. Bisher hat Amazon nur angekündigt, bis 2040 CO2-neutral werden zu wollen. Und bis dahin ist ja noch viel Zeit. Im Web kursiert mal wieder ein krasser Deepfake-Clip, der zeigt, wie rasant sich diese Technologie derzeit entwickelt. Ein YouTuber hat nämlich mit freier, offener Software einfach die Schauspieler in einer Szene von Zurück in die Zukunft ausgetauscht. Michael J. Fox wurde dabei durch Tom Holland und Christopher Lloyd durch Robert Downey Jr. komplett ersetzt. Das Ergebnis ist durchaus faszinierend, aber seht selbst. Whoa, wait a minute, Doc, are you trying to tell me that my mother has got the hots for me? Precisely. Whoa, this is heavy. There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull? Im Epic Game Store ist wieder ein cooles Spiel gratis erhältlich. Nach Kingdom Come Deliverance könnt ihr aktuell noch bis zum nächsten Donnerstagnachmittag Assassin's Creed Syndicate ergattern. Als Zugabe gibt es noch das Spiel Faria. Apropos Gaming, da kann ich euch unseren frisch erweiterten Gaming-Channel auf pcwelt.de/gaming empfehlen. Ihr findet dort alles Spannende rund um Gaming und E-Sport inklusive Tests der aktuellen Spieletitel. Reinschauen, es lohnt sich. Kommen wir nun zum Kommentar der Woche. Unter unsere letzte Tech Weekly Folge schreibt Dimitri Ravkova: Schöne News und witzig wie immer. Die Versprecher und ähnliches runden dies. Lassen wir drinnen, ne? Runden es, finde ich, perfekt ab. Man merkt, ihr habt einfach Spaß dran. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich über jedes Lob. Es gibt natürlich auch viel Kritik, aber wir versprechen euch, wir versuchen immer wieder besser zu werden. Und das mit den Versprechern gewöhnen wir uns auch ab. Oder auch nicht. Das war der Kommentar der Woche. Kommen wir nun zum Fail der Woche. Der Fail der Woche geht an Microsoft. Die Ehre verdient sich Microsoft nämlich mit den anhaltenden Update-Problemen. Da geht's gerade ziemlich ab, oder? Jo, das kann man so sagen, denn Microsoft befindet sich gerade in einer Fail-Spirale. Ja. Regelmäßig sorgen neu veröffentlichte Updates für Windows 10 bei Nutzern für Probleme. So auch bei KB4532693, welches zum Patch-Day im Februar erschienen war. Kurz danach klagten bereits die Nutzer über verschwundene persönliche Daten nach dem Update. Die waren aber nicht weg, nur in einem anderen Ordner.
Mittlerweile steht aber fest, dass auch Daten bei einigen Nutzern tatsächlich gelöscht wurden, was besonders ärgerlich ist. Na, das glaube ich. Das Update KB4524244 war ebenfalls im Patch Day im Februar erschienen und diese Aktualisierung hat ja Microsoft sogar komplett zurückgezogen. Auch hier gab es kurz nach der Veröffentlichung Klagen von Nutzern über Bootprobleme bei HP-Rechnern. Die genauere Untersuchung der Probleme hat Microsoft dann offenbar gezwungen, das Update komplett zurückzuziehen. Ist halt blöd, wenn es einen erwischt. Zumal ja Microsoft auch nicht die Windows 10-Nutzer direkt informiert, wenn mal Probleme mit Updates auftreten. Die müssen sich die Infos quasi selber aus dem Netz besorgen und auch wir berichten ja bei Problemen auf www.pcwelt.de darüber. Und so selten sind die Probleme ja auch gar nicht. Auch wir erhalten ja per Mail Hinweise auf Probleme und Updates und die häufen sich tatsächlich in letzter Zeit. Yep. Kann natürlich jetzt eine Häufung von Zufällen sein und Fehler passieren ja auch mal, aber mir scheint es langsam, als hätte Microsoft bei den Updates für Windows 10 tatsächlich ein Problem bei der Qualitätssicherung. Wenn das noch länger anhält, könnte die positive Einstellung gegenüber Windows 10 schnell kippen. Noch ärgerlicher finde ich aber, dass die Nutzer wegen der fehlerhaften Updates unnötig Gefahren ausgesetzt werden. Mal schauen, wie sich die Lage noch entwickelt. So, und damit verabschieden wir uns auch ins Wochenende. Schöne freie Zeit. Mach's gut. Bis zum nächsten Video. Feiert schön Karneval. Stimmt. Rosenmontag. Auf nach Köln.